Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial, und zwar die Heiltränkeherstellung. Ja, das letzte Mal waren wir ja hier in so einem Shop gewesen, und zwar diesem hier für diese normalen Sachen. Und da gibt es Glasflaschen, und von den Glasflaschen werdet ihr relativ viele brauchen. Maximal 50 könnt ihr aufnehmen. Wir kaufen auch gleich mal 50. Das wird jetzt zwar auch sinnfrei, mit dem Charakter schon 50 Glasflaschen zu kaufen, aber das macht nichts. So, was ihr als nächstes benötigt, ist Wasser. Da sehen wir zum Beispiel einen Fluss, an dem kann man das machen. Oder manchmal gibt es auch in der Stadt einen Brunnen mit Wasser, den ich hier jetzt leider auf der Map gerade nicht erkennen kann. Aber das heißt, wir müssten dann hier nach Südwesten uns mal aufmachen. Denn die Flaschen, um das zu craften, die Heiltränke zum Beispiel, müssen mit Wasser gefüllt sein. Rezepte seht ihr im Crafting-Menü mit C. Da gibt es unterschiedliches. Waffen, Rüstungen, Schmuck. Dann Essen. Jetzt hier zum Beispiel Ginseng und Pineapple Slices haben wir schon. Da könnten wir uns dann entsprechende Sachen herstellen. Also hier seht ihr, das kann man dann herstellen. Da drückt ihr einfach auf dieses Schwertsymbol, das ist, denke ich mal, das Crafting-Symbol. Und dann könnt ihr hier Pineapple Slices herstellen mit Tab und A und D-Taste. Könnt ihr zwischen den verschiedenen Potions und Essenssachen, die ihr habt, wählen. Und mit Q könnt ihr die dann zum Beispiel verzehren. Dabei ist es wichtig zu wissen, Heiltränke könnt ihr im Laufen verzehren. Alles andere, was jetzt Nahrungsmittel sind, die... Dazu müsst ihr euch hinsetzen. Da könnt ihr auch in der Zwischenzeit nichts machen und nicht aufstehen. Das ist ein bisschen doof. Aber ist nun mal so. Und wir laufen jetzt mal zum Fluss. Und wenn wir beim Fluss waren, laufen wir wieder zurück in die Stadt. Denn da muss ich euch dann noch ein bisschen was erklären und zeigen. Da geht es dann nachher um das fortgeschrittene Crafting später. Jetzt machen wir erstmal so ein paar kleinere Sachen, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Oh, hier haben wir einen Brunnen. Da müssen wir nochmal gucken, ob da Wasser drin ist. Weil eventuell können wir dann schon hier die Glasflaschen auffüllen und brauchen gar nicht bis zum Wasser zu laufen. Ah ja, tatsächlich. Wunderbar. So, dann gehen wir wieder ins Crafting-Menü bei den Tränken. Hier haben wir auch noch andere Sachen natürlich. Quatsch. Tränke und daneben das rechts außen. So, da brauchen wir nämlich Wasserflaschen. So, die können wir jetzt im Wasser ausfüllen. Ihr braucht doch nicht immer auf das Symbol zu drücken. Ihr könnt das auch gedrückt lassen. Und dann füllt er jetzt die ganzen Sachen mit Wasser auf. Das dauert dann auch ein ganz kleines Stück immer. Man kann leider nicht sagen, crafte jetzt mal 50 Wasserflaschen zum Beispiel. Soll jetzt auch nur mal eine Demonstration sein, wie das funktioniert. Wir haben auch einige wenige Herzblumen, glaube ich, in der Zwischenzeit eingesammelt. Oder ich sehe hier gerade nur eine, aber ich dachte, wir hätten mehrere das letzte Mal geholt. Da drüben sehe ich aber noch eine. Wenn da nicht plötzlich hier so ein Goblin oder so auftaucht und die wegsammelt, machen die ja nicht. Die NPCs sammeln nicht, keine Angst, habe ich verarscht. So. Tada, fertig. Dann können wir auch aus dem Brunnen wieder rausspringen, holen uns so eine Herdflaue. Das Schöne ist, diese Life Potions, ach doch, wir haben 7, könnt ihr ohne Lagerfeuer herstellen. Es gibt Sachen, die kann man nur mit Lagerfeuer herstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel drauf geht... Und wollt euch hier so eine Ginseng-Soup machen, seht ihr hier unten Requires Campfire, könnt ihr euch also gar nicht herstellen. Also Ginseng-Suppe zum Beispiel nur mit Lagerfeuer. Dazu müsst ihr dann in der Gegend rumreisen und so ein Lagerfeuer finden und könnt dann die Ginseng-Soup herstellen. Lagerfeuer gibt es relativ viele überall. Meistens sind da auch gleichzeitig die Schlafsäcke mit dabei. Und fürs Crafting, fürs fortgeschrittenere Crafting, sage ich jetzt mal, müsst ihr den Crafting District suchen. Der ist natürlich auch irgendwo in der Stadt. Vielleicht haben wir ihn gleich.
hier Tradecrafting im Nordosten. Also oben habt ihr ja immer den Kompass, ne? Da könnt ihr mal sehen, wo Nordosten ist. Hier habt ihr dann einen Waffenhändler zum Beispiel noch. Kann man sich dann Waffen kaufen später, die man dann ausrüsten und verbessern kann. So, jetzt sind wir hier im Crafting District. So, im Crafting District gibt es drei wichtige Sachen. Zum einen hier diesen Holz-Pavillon, wo ihr alles craften könnt, was mit Holz zu tun hat. Da oben habt ihr dann diesen Schneider-Pavillon. Also das sieht in jeder Stadt immer ein bisschen anders aus, müsst ihr dann immer suchen von Stadt zu Stadt. Habt ihr diesen Schneider-Pavillon, hier habt ihr dann einen Webstuhl zum Beispiel, ne? Und ja, ein Spinnrad. Das kommt immer drauf an, was ihr craften müsst. Das hier ist eher für den Mage, ne? Weil der ja Cotton-Armor meistens hat. Und ich glaube, der Ranger hat das auch noch. Was haben wir jetzt hier eigentlich für Armor gehabt? Noch nicht wirklich was. Ja, egal. Ja, hier haben wir das Holzzeug, was dann auch teilweise Mage und für Bögen und so weiter benutzt werden muss. Das ist für Holz, Waffen auch. Und dann gibt es irgendwo noch den Schmied. Ich glaube, da hinten ist er, ich sehe ihn. So, der Schmied ist für alles, was Eisenwaffen betrifft. Ja, und je nachdem, wo ihr seid, also ich habe ja jetzt bis jetzt zum Beispiel noch kein Eisen gefunden, könntet ihr euch hier Iron Cubes und Wood Cubes herstellen. Und was es mit diesen Iron Cubes, Wood Cubes und so weiter auf sich hat und was man im Crafting District alles so machen kann, das zeige ich euch dann im fortgeschrittenen Tutorial fürs Crafting. Also bis zum nächsten Tutorial beim fortgeschritteneren Crafting. Tschüss!